Jahre 1870, also noch 20 Jahre vor der Abtretung Helgolands vom Vereinigten Königreich Großbritanniens an das damalige Deutsche Reich, wurde der Schiffsverkehr von Wilhelmshaven zur Insel Helgoland aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Wilhelmshaven 1948 von der damaligen britischen Besatzungsmacht die Genehmigung, wieder eine Schifffahrtslinie nach Helgoland zu betreiben. Die MS Helgoland verbindet heute planmäßig Wilhelmshaven mit der Insel Helgoland. Direkt am Helgoland-Kai findet sich auch das Aquarium Wilhelmshaven. Der Leuchtturm Arngast im Jadebusen steht an der Stelle eines versunkenen Dorfes. Thank you.
Ich gucke nur immer erst durch den Sucher. Ach ja. Weil auf dem Display sehe ich ja nichts. Das stimmt, ich sehe hier auch nichts.